Auto Italien hat die komplette Homologation fürs Fahrzeug gemacht. Ich mache vite Japaner. Ich mache vite Japaner. Ja, kein Problem. Alles genau dokumentieren, kopieren. Weil auch bis 2015 kein Problem. Bis 2015 zwei Takte Euro 3, gar kein Problem. Bei 2011. Aber dann mit Sicherheit dann irgendwann da doch Vergasereinspritzung kommen und dann ist auch kein Problem. Gibt's das? Vergasereinspritzung? Im Moment noch nicht, aber das wird mit Sicherheit kommen. Also das wird mit Sicherheit wird das noch. Mit dem Euro 3? Der Euro 3 ist momentan bis 2015 kein Problem. Danach wird mit Sicherheit eine Einspritzung kommen, und dann ist aber mit der Einspritzung mit Sicherheit auch kein Problem. Ja, aber echt schön. Weißt du schon, der 2009? Ja, ja. Also noch viel Spaß. Tschüss. Ja, ja. Ja, die ist schwarz. Thank you.
Der Japaner. Der steigt weiter, mit dem Oko die Zulassung gemacht. Wie sie das gemacht haben, keine Ahnung. Natürlich, das macht die ja. Das ist logisch. Ich mache wie Japaner. Ich mache wie Japaner. Ja, kein Problem. Alles genau dokumentieren. Genau. Dokumentieren, kopieren. Oh. Weil ich da bis 2015 kein Problem habe. Bis 2015 zwei Takte rumblockieren. Euro 3, gar kein Problem. Bei 2011. Aber dann mit Sicherheit dann irgendwann da doch Vergaser-Einspritzung kommen. Und dann ist auch kein Problem. Gibt es das? Vergaser-Einspritzung? Im Moment noch nicht, aber das wird mit Sicherheit kommen. Also das wird mit Sicherheit. Noch, mit dem Euro 3? Der Euro 3 ist momentan bis 2015 kein Problem. Danach wird mit Sicherheit eine Einspritzung kommen, und dann ist aber mit der Einspritzung mit Sicherheit auch kein Problem. Ja, aber echt schön. Das ist schon der 2009. Ja, ja. Also, also noch viel Spaß sagen, gleich mal. Tschüss. Ja, ja. Ja, die ist schwarz. Ja, danke. 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 Ja
bezahlt, wenn sie arbeiten, wenn sie nicht bezahlt.